Hier nehmen wir mal Kristalle raus. Sind die Kristalle leer? Da werden wir ja schnell fündig bei diesen ganzen Kristallen hier. Da ist doch gut, dass wir... Der Kristall reagiert auf euch. Ach so. Das ist in der Tat ungewöhnlich. Was heißt das? Aufgrund eurer Bindung zu diesem Kristall wird dieser stärker. Wenn auch ihr an Macht gewinnt. Ah, das klingt doch gut. Dieser Kristall ist ausgezeichnet für ein Lichtschwert geeignet. Das klingt doch gut. Ist dieses Band gefährlich? Im Gegenteil. Stellt euch vor, ihr seid ein Sieb. Und die Macht ist das Wasser, das durch euch fließt. Dieser Kristall nährt sich von dem überschüssigen Wasser, das aus dem Sieb tropft. Das ist ein komischer Vergleich. Nähert sich der Kristall von der hellen Seite der Macht? Der Kristall ist mit euch verbunden. Er fängt alles Wasser auf, das durch euch fließt. Egal, ob es dunkel oder hell ist. Ach so. Okay. Dann haben wir jetzt einen eigenen Kristall. Das ist doch schon mal viel wert. Den müssen wir auf jeden Fall dann verbauen in unserem Lichtschwert. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier hinten alles erreicht. Jetzt müssen wir nur noch da gucken. Da ist auch noch ein Gang, wo wir hin können. Das heißt, erstmal heile ich mich aber. Ich glaube, den Rest kann ich auch durch meine schnelle Heilung einfach machen lassen. Weil die Gesundheit... Gut, erstmal halt die Macht auf. Gesundheit geht aber auch relativ schnell hoch. Ich glaube, da werden wir keine Probleme haben. Hier ist ja falsch. Ich muss ja ganz woanders hin. Ich muss ja da hinten hin. Jetzt war ich schon wieder völlig abgelenkt von der ganzen Sache. Das ist ja mal wieder unfassbar. Wenn ich abgelenkt bin, dann mache ich nur noch Blödsinn. Ach Mensch. Wo kommt der denn her? Hier waren wir doch eben schon. So, den hätten wir erledigt. Und dann wollen wir doch mal hier hingehen. Und da schauen wir mal. Geröll haben wir hier noch. Komponenten, das ist ja jetzt nicht so viel, was wir jetzt unbedingt bräuchten. Aber immerhin besser als gar nichts, würde ich behaupten. So. Mal schauen, was finden wir denn, was haben wir denn hier eigentlich? In den Höhlen, du hast die Matriarchaten der Kinross getötet. Jetzt können sich die Kinross vorerst nicht mehr fortpflanzen und die Kunda-Ebenen sind wieder sicher. Informiere Zeron, den Anführer der Miliz, und hole dir deine Belohnung ab. Du hast Meister Rook auf den Höhlen getroffen, aber er hatte keine Zeit, mit dir zu reden. Du bekommst sicher eine Chance dazu, wenn der Angriff der Söldner auf Kunda vorüber ist. Du hast erfahren, dass die Söldner einen Pakt mit der Exchange geschossen haben und einen Angriff auf die Kunden auf Kunda planen. Sie warten offenbar nur noch auf das Staatssignal. Eine Aktion hat, dass er die Dinge offenbar beschleunigt. Du hast drei defekte Atmosphären, so eine Säde hat dich für jeden Sensor 1000 Credits verschossen. Er untersucht vermutlich immer noch das Swoop Rug auf der Kunda-Ebene. Das wäre anzunehmen. Ihr seid kein Gegner für uns. Ganz genau. Also. Eine Schwäche wird offenbar. Ja, das ist richtig. Die haben mich aber offenbar gar nicht angegriffen. Also das scheint mit der Drüse doch zu funktionieren. Ihr seid der Jedi, von dem ich gehört habe. Ja, das ist richtig. Mein Name ist Azkull. Ich bin der Anführer der Söldner auf Dantooine. Und was wollt ihr von mir? Ihr kommt sofort zum Punkt. So mag ich das. Dann will ich auch direkt sein. Ich habe vor, Kunda zu übernehmen. Und ihr werdet mir dabei helfen. Und warum sollte ich euch helfen? Soweit ich weiß, habe ich viermal mehr Soldaten als die Miliz. Und ich bin fest entschlossen, Kunda zu übernehmen. Mein Sieg ist unvermeidbar. Ach, wirklich? Wenn ihr verhindern wollt, dass meine Männer die Bewohner von Dantooine auslöschen, helft ihr mir, Kunda zu übernehmen. Natürlich. Ich würde euch gut bezahlen. Ich bin nicht interessiert. Überlegt es euch lieber nochmal. Ich kann niemanden gebrauchen, der meine Pläne stört. Für einen Jedi bekommt man dieser Tage ein stattliches Kopfgeld, das ich mitnehmen werde, wenn ihr nicht für mich arbeitet.
Ich kann nicht sagen, eure Pläne Erfolg haben. Ihr werdet doch wohl mit einem Jedi fertig. Eieiei, da kämpft nicht mal selber dieser Feigling. Ja, aber so. Ich mach den platt, du machst den da, tötest du mal und machst dann sowas und der HK, der schießt ihn da hinten mal ab. Die Ehre liegt bei mir. Gerade erreicht. Ja, ja. Ich speichere mal hier gerade wieder. Ja, ja. Ach. Ja. Das hat offenbar nicht so gut funktioniert. Ja. Systeme werden ja gut. Dann laden wir das nochmal. Okay, ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja, Mai. Warum habe ich denn auch nicht zwischengespeichert? Weil warum ist die Dienerin eigentlich, warum ist sie eigentlich schon tot? Okay, ich lade vielleicht doch nochmal den normalen. Ich weiß noch nicht, wo wir das jetzt waren, weil ich natürlich irgendwie nicht dran gedacht habe, irgendwann mal zwischenzuspeichern. Ja, okay. Ja, es ist schon ein bisschen blöd. Da hat man einmal nicht ans Speichern gedacht und dann passiert sowas, dass man quasi, sobald man irgendwo hingeht, gleich umkommt. Was? Dieses Kind kannst du eigentlich nur in die Pfanne hauen? Aber nein, ich will hier nehmen. So. Hab ich sie jetzt wieder alle? Ne, da ist noch. Ach, Mensch. Dann gehe ich halt nochmal das Ganze durch. Ich muss da hinten nochmal die Komponenten sammeln. Das war irgendwie keine gute Strategie, die ich hatte. Das muss ich dann doch sagen. Nun ja. Hier jedenfalls. Ja, da müssen wir nochmal den platt machen. So. Den haben wir schon geleert, den Geröllhaufen. Dann haben wir nur noch da hinten wieder den. So, hier haben wir nochmal Geröll. Nehmen. Und jetzt speichere ich aber nochmal auf dem richtigen LP-Slot. So. Dann hätten wir es auch geklärt. Dann kann ich ja jetzt. Was haben wir eigentlich hier als Gegenstände? Hatten wir nicht irgendwie einen hier, ein Lichtschwert, noch einen. Können wir das hier anstelle. Ja, können wir sogar. Dann mache ich doch lieber zwei richtige Lichtschwerter. Die sind nämlich im Zweifelsfall besser als ein richtiges und ein Kurzlichtschwert. Schalte um auf Kampfmodus. Dann mach das. So. Speichern nochmal, man weiß ja nie. Aber wenn da gleich wieder der Typ kommt. Oh, das ging ja schnell. Ihr seid der Jedi von. Ja, das weiß ich doch. Was wollt ihr von mir? Ich hab. Natürlich. Nein. Jungs, ihr werdet doch wohl mit einem Jedi fertig. Eieieiei.
Also, wie gehen wir jetzt vor am besten? Da hinten läuft der Typ einfach weg. Ich würde sagen, fangen wir doch mal mit einer Granate an. Mit einer Giftgranate am besten. Dafür geben wir der am besten. Haben wir noch ein Gift? Nee, haben wir nicht. Na, dann halt nicht. Weil du machst, du tötest den da, dann tötest du den da. Und dann gehst du auf den drauf. Und wir gehen jetzt auch alle dann auf den Typ drauf. Der HK geht auch auf den Typ drauf. Greife an! Ich nehme am besten mal. Systeme. Da wird der Druide einfach platt gemacht. Wie kann ich. Alter, das gibt's doch. Wie schwer können die denn sein? Dann lade ich das nochmal. Also so geht's offenbar auch nicht. Ja. Tötungsprotokoll initialisiert. Ihr seid der. Ja, ich hab. Hört euch niemals helfen. Natürlich. Nein. Jungs, ihr werdet doch wohl mit einem. Ach, dieser Kampf ist furchtbar. Warum sind das so viele? Was ich jetzt erstmal mache, ich speichere nochmal auf dem LP für alle Fälle-Slot. Und will dann nochmal schauen, wie ich jetzt am besten vorgehe. Mit der Giftgranate ist, denke ich, gar keine so schlechte Idee. Dann werfe ich noch eine Schallgranate hinterher und dann machen wir den Typ platt. Wie kann ich dienen? Du machst hier Lebensentzug am besten. Und bei dem machst du auch Lebensentzug und dann kämpfst du mal auf den drauf. Ja, Meister. So, vielleicht klappt das ja. Eine Schwäche wird offenbar. Eine Präzisionsrate erreicht. Es kann doch nicht sein, dass ich schon wieder so runtergezockt bin dann nach kurzer Zeit. Greife an! Habe ich denn keine Massenattacke? Wie soll man das schaffen? Egal was ich mache, immer. Hier Giftgranate. Nee, das machen wir nochmal anders. Du machst hier Lebensentzug. Wie kann ich dienen? Ihr seid kein Gegner für uns. Systeme werden abgeschaltet, Meister. Ich bin nach kurzer Zeit immer tot. Benutzbar. Machen wir mal Lebenserhaltungskit verwenden. Mann! Wie soll ich das denn schaffen? Das sind viel zu viele! Welche Lichtschwertform habe ich eigentlich? Gegen Jedi, ne, die brauche ich nicht. Viele Gegner, die brauche ich. Der Druide braucht dringend irgendeinen. Haben wir so einen. Irgend so einen.
Verbessertes Reparaturkit kriegt der jetzt mal. Mein Leben gehört euch. Du kriegst jetzt mal ein Lebenserhaltungskit. Mann, das gibt's doch nicht! Wie soll ich das schaffen? Das sind zu viele Gegner! Das geht eigentlich gar nicht, dass man so viele auf einem Haufen platt macht. Ist egal, was ich mache. Hier machen wir mal Lähmung. Dann töten wir den und dann machen wir vielleicht mal Machtblitz. Und dann Lebensentzug. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ideen mehr. Systeme abgeschaltet, Meister. Ja, ich brauche irgendwie, muss ich das doch. Mein Leben gehört euch. Lebenserhaltungskit bringt halt nichts. Die Ehre liegt. Das kann man gar nicht schaffen, dieses Level. Wie soll ich die besiegen, die Typen? Ich muss hier alle irgendwie auf einmal. Ja, lähmen wir den. Ich weiß wie auch. Kann ich dienen? Was bringt. Wie soll ich das schaffen hier? Systeme werden abgeschaltet. Ich kann die nicht alle lähmen. Ich habe keine Flächenattacke. Ich weiß absolut nicht, was ich da machen soll. Wie viel sind das? Das sind 6 Gegner, die ich auf einmal platt machen soll. Also, ich weiß nicht. Machen wir mal Machtbild. Ich glaube, das war so ein bisschen Flächenschaden wenigstens. Die Ehre liegt bei mir. Systeme werden abgeschaltet, Meister. Eine Schlecht. Hier wird offenbar. Das scheint zumindest mal ein bisschen zu funktionieren. Ich mache jetzt mal hier einfach Levelaufstieg. Fähigkeit empfohlen. So, Talente. Was nehme ich am besten als Talent? Geschick Lichtschwerter. Ach, machen wir das doch mal. Kräfte. Verwunden können wir hier machen. Hier machen wir auch mal den Machtblitz vielleicht. So. Speichern. Endlich haben wir es geschafft. Das hat ja jetzt bestimmt 20 Anläufe gebraucht. Wie kann ich dienen? Du gar nicht. Ich heile mal hier eben alle. Interessanterweise nützt das beim HK dann gar nichts. Der kann nicht geheilt werden mit der Macht.
möchte ein bisschen Zielübungen machen. Ausgezeichnet. Bestimmt hat sich einer ihrer Verbündeten gegen sie gewandt und muss terminiert werden. Wer ist es? Der lästige Pilot? Der lästige Pilot? Sie wäre ein hervorragendes Ziel. Ich habe nein. Quotient gegen sie aussehe. Ich könnte mit einem Schuss ins Bein anfangen. Hoffentlich ist es nicht die T3-Einheit. Ach wirklich? Ihn zu zerstören wäre keine große Herausforderung. Ach wirklich, wäre es das nicht. Unter meiner Würde. Ich will eigentlich niemanden töten. Soll ich jemanden für Sie töten, Meister? Nein.